So Leute, willkommen zurück zu Risen 1. Wir werden jetzt mal der Weg nach draußen Bart ist nach draußen geleiten. Ich danke dir. Ich hoffe, dass mir so ein Mist nie wieder passiert. Hier, nimm dies als Dank für deine Hilfe. Diese Büste habe ich hier unten gefunden. Sie ist aus einem goldähnlichen Material und hat am Sockel einige markante Einkerbungen. Sieht so aus, als wäre sie Teil eines Mechanismus. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ich für meinen Teil mache heute erstmal Schluss. Ich gehe zum Haupteingang der Ruine. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Nö, machen wir nicht. Ich frage mich, ob wir... Also zuallererst die Büste können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Können wir hier mit Levitation hoch? Nö. Schade. Dann Teleport habe ich einen oder nicht? Zum Osttempel. Osttempel, 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 Osttempel. Nordosttempel. Nee, das ist ein anderer. Gut, dann müssen wir zu Fuß laufen. Müssen wir doch den Bart Simpson hier herausgeleiten, begleiten, sonst was gleiten. Keine Ahnung. So, schön ab ins Nasse hier. Der Bart schlendert hier schön durch den Sumpf. Obwohl hier auch alle möglichen Monster sein könnten, aber das ist dem scheißegal. Der ist hart wie sonst was. Der geht hier einfach durch. So wie wir jetzt. Ich hole aber trotzdem mal den Zauber raus, weil ich nicht weiß, ob wir in der letzten Folge alles hier in der Umgebung sauber gemacht haben oder ob wir hier noch ein paar offene Stellen haben mit Monstern. Moment, ging es jetzt hier schon zum Tempel? Ich meine ja, oder? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Doch, ja, hier ist der Tempel. Sehr gut. Ich frage mich, wo der Teleportstein hier für den Tempel nochmal war. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, jetzt haben wir auch zum Glück endlich die dritte Büste für die komischen Sockel. Hey, wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Was denn? Da unten in dem Loch? Das ist ja ein Ding. Was ist mit dem Schatzsucher? Ja, auch den habe ich gefunden. Na sowas. Du hast es echt drauf. Da kannst du mal sehen, ne? Gut. Laufen, laufen. Und irgendwie in der Luft festhängen, ja, das passiert mir auch ab und zu mal gerne. Ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen gewundert, denn diese Pilze sahen aus irgendeiner komischen Perspektive aus wie ein, Gesicht oder so an der Wand. Immer nur reden. Suchst du wen? Probier's woanders. Ja, die haben hier alle nichts mehr zu sagen. Und jetzt benutzen wir die dritte Büste mal, um endlich weiterzukommen. Und schauen wir mal, was uns hier hinter so erwartet. Da eine alte Büste. Die stellen wir drauf. Und hier erwartet uns bisher nichts. Außer ein Grünblatt. Vielen Dank. Und ansonsten. Eieiei. Das habe ich jetzt total. Oh, scheiße. Gut. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. So, zum Glück hatte das Spiel gerade eben schnell automatisch gespeichert und es hat mich doch nicht ganz so weit zurückgeschlagen vom Speicherstand her. Aber wie kommen wir jetzt hier rüber? Brauche ich hier jetzt einen Levitationszauber extra für? Oder gibt es hier eine andere Möglichkeit? Irgendwie ein Nautilus-Loch oder so? Oh ja, da gibt es eins.
Das werden wir doch mal benutzen. Haben wir eine Rune? Nee, aber die hier haben wir. So. Ich schrumpf dich mal klein. Und ab geht die Party. Schön hier ein bisschen durchrollen. Achso, wir sind jetzt schon komplett durch hier. Gut. Wo auch immer unser Körper jetzt gerade war. Hallo, Herr Skelettkrieger. Sehr schön, dass ich sie nicht sofort getroffen habe. Das waren ein paar sehr coole Ausweich-Move-Skills. Was auch immer das jetzt gerade war. Hier haben wir Levitation. Brauchen wir zwar nicht, aber gut. Und, oh, kein Skelettkrieger. Was ist das denn? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier noch ein weiterer Skelettkrieger ist. Nochmal Levitation. Wofür brauchen wir denn so viel Levitation? Ich meine, zum Glück haben wir die Rune davon, aber trotzdem verwirrt mich das ein bisschen, dass wir hier so viel Levitationszauber finden. Was gibt's hier für coole Gangster? Keine. Ah, Moment, hier muss es doch richtig. Und jetzt dürften wir theoretisch da drüber laufen können. Jo. Das war gerade ein Move, den ich aus Versehen gemacht habe, aber egal. Jetzt geht's hier runter. Gut. Und wohin? Achso, hier geht's weiter. Uiuiui. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus, würde ich mal sagen. Hier geht. Achso, doch, da geht's weiter. Oh, noch ein Sarkophag ohne ein Skelett. Das ist jetzt echt komisch. Langsam mache ich mir Sorgen. Bald kommt wahrscheinlich irgendwie so ein Riesenskelett oder so aus den scheiß Sarkophagen raus. Immer schön den Zauber bereithalten, falls hier nämlich irgendwas um die Ecke gesprungen kommt. Auch das Mana immer schön aufgeladen lassen. Hier ist immer noch nichts. Oh, wie weit geht denn das hier noch runter, ey? Das ist ja... Wow, wow, wow. Nicht so runterfallen. Hier Heilkraut. Okay. Und? Wo sind wir jetzt? Oh, der fällt aber auch runter wie so ein Behinderter, ey. Na, bleib doch nicht hängen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Schwerer Schrank, ja. Spruchrolle Levitation, wofür auch immer. Wenn man da rausguckt, kann man schon ein bisschen was erkennen. Und zwar jede Menge Skelette und ich glaube sogar Echsenmenschen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir die schon hier treffen. Aber zuerst einmal die ganzen Skelettkrieger hier. Ja, komm, komm her. Ich sagte, komm her, da bist du ja. Ey, das gibt's nicht. Wie man die einfach nicht trifft immer wieder. Was? Was? Was zur Hölle? Wenn das jetzt so scheiße... Was sollte das denn? Auch gut, okay. Ja, Hauptsache wir haben es hier rausgeschafft. Da ist ein Echsenpriester, da ist noch ein Skelettkrieger. Gut, dann legen wir uns erstmal mit dem hier an. Anlegen ist ein gutes Wort gewesen, dass der konnte gar nichts machen. Wow, 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 wow. Wo kommst du denn her? Du Vollidiot, ey. Du Knallidiot. Du hast es doch nicht. Da hast du doch nicht mehr alle. Hier noch was? Nee, aber ein Sarkophag mit einem Skelettkrieger drin. Sehr schön. So. 1, 2, 3. Wunderprächtig. Und hier können wir rüber. Mit Levitation. Dafür haben wir natürlich die ganzen Levitationszauber gefunden. Wofür auch sonst? Hier leuchtet es so schön. Kann man hier was graben? Nee, schade. Gut, dann die ganzen Waffen und so von den Skeletten hebe ich gar nicht mehr auf. Brauche ich auch gar nicht. Aber hier haben wir noch ein Skelett. Oh, kein Skelettkrieger. Aber dafür Levitation oder nicht? Nee, nur Gold. Ui.
Das ist ja mal ein lohnenswerter Sarkophag. Echsenpriester, Teleport Osttempel und die letzte Kristallscheibe. Oh, danke. Und noch ein... Oh, ein Erfolg, Archäologe. 9 von 14. Es gibt immer noch 5 Teleportationszauber. Also Steine. Heftig. Ich weiß auch nicht, ob ich mal alle gefunden habe. Und nein, ich werde mir das jetzt nicht als Aufgabe nehmen, hier alle zu finden. Denn ich weiß, dass ich das sehr wahrscheinlich nicht schaffen werde. Ach komm, hier gehen wir auch nochmal eben runter. Vorher ne... Warum kann der Kerl so viel fliegen? Wo hat er das gelernt? Ich will das auch können. Immer wieder bleibt er irgendwo stehen und fängt an zu fliegen. Und fällt komisch runter, ohne zu sterben und alles mögliche. Wow. Stacheln und ein Ast in einem Sarkophag. Wofür beerdigt man Leute mit einem Stachel und einem Stock? Warum? Gut, hier hinter dieser, ich nenne es mal Mauer, gibt es jetzt nichts mehr, oder? Nö. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen. Okay, nee, hier gab es jetzt nichts mehr, oder? War hier oben noch ein Sarkophag? Ja, stimmt, einer noch. Nee, das ist so ein komisches Altar gewesen. Okay, dann... Moment, ich will was... Ich will jetzt was testen. Kletter doch da hoch, du... Sonst was. So. So, komm. Komm schon. Sag mal, bist du so blöd oder tust du nur so? Was wird das? Oh. Okay, vergessen wir das. Ich wollte eigentlich da hochklettern und gucken, was es da so Tolles zu holen, zu gucken oder sonst was gibt. Aber gut, da wir das jetzt nicht machen können, werden wir in der nächsten Folge dann einfach mal hier rüberfliegen. Und dann mal schauen, was wir da drüben so haben. Bis dahin bedanke ich mich fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Vielen Dank fürs Anschauen, sagte ich gerade schon. Egal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.